Hallo Leute, ist wieder der Full Life Gamer und ich habe mir gedacht, ich zeige euch doch jetzt einfach mal meinen Pokémon-Lager so als Partner 0. Bevor das ganze Online-Gebettel losgeht, der erste Part online wird schon aufgenommen. Und ja, ich habe mir gedacht, vorher lade ich mal diesen Part hier hoch und ja, ich zeige euch einfach jetzt mal meine Pokémon. Das erste Starter eines ersten meines Teams, also die Teams sind so geordnet, das sind, jede Reihe ist ein Team. Ich werde auch noch über ein paar Schwächen und Stärken meines Teams bereden und ja, los geht's. Beginnen wir mit Frostee. Frostee ist sehr auf Initiative ausgelegt und ein bisschen auf Spezialangriff. Also, naja, es waren die einzigen, auf die man was legen konnte. Es kann Stachel, Abgangsbund, Verhöhner und Eisstrahl. Es wird so gespielt, falls zum Beispiel so ein Pokémon wie Sumpex kommt, das Tarnstunde kann, oder ein Bronzong, das Bezauberraum kann, setzt man Verhöhner ein, dann ist das schon mal wirkungslos. Man setzt dann Stachler ein oder wenn man kurz vorm Tod ist, Abgangsbund. Da Frostee sowieso schon fast alles überholt, hat man da sogar ziemlich Glück bei. Dann kommt Brutalander, was ich nicht als Ober zähle. Es beherrscht Drachentanz, Wutanfall, Erdbeben und Steinkante. Steinkante ist ein bisschen, naja, ist ein bisschen Glück, aber naja. Ich wollte halt was gegen Flug-Pokémon haben. Und ja, Feuer. Und ja, ich schaue nochmal hier. Angriff von 400, was riesig ist und Initiative ist auch sehr hoch. Naja, ja, muss ich nicht mehr viel zu sagen. Panzer Aeron, das kann Tarnsteine, Ruheort, Wirbelwind und Toxin. Es kann keine wirkliche Attacke, was ich eigentlich relativ cool finde. Ich hätte statt Toxin vielleicht noch was anderes machen können, aber ich wollte einfach mal ein Pokémon haben, mit dem ich Tarnsteine legen kann, Toxin geben und dann einfach immer weiter schicken und dann immer Ruheort einsetzen kann. Dafür sind die Werte von Panzer Aeron auch relativ hoch, zumindest die Verteidigung, Spezialverteidigung könnte besser sein. Naja. Da mein liebes Couples, ich mag es einfach, es ist cool. Es besitzt sich fähig. Oh Moment, ich muss mal auf die Items auch eingehen. Mein Frostee besitzt Fokusort, damit es nicht direkt one-hitted wird. Mein Brutalander Leben Orb, Panzer Aeron Überreste. So, jetzt kommen wir zu meinem Couples. Toxic Orb, weil es ist das Sinnvollste, steigert die KP, wenn das Pokémon vergiftet ist, weil es die Fähigkeit Aufheber hat. Das heißt, es bekommt immer mehr KP dazu. Und sogar mehr als Überreste. Es besitzt Pilzspore, es erzeugt eine Wolke aus Einschläfernsporen, das heißt, es schläft sie halt immer ein mit Genauigkeit von 100. Dann setzt man normalerweise die Legato oder Power Punch direkt ein und haut da mal richtig rein. Besonders, Moment, der Angriff, hier, Angriff 394 und das haut richtig rein. Der Tiefer ist auch ein bisschen getrimmt, naja, überstehen tut's nicht viel leider. Igelsamen dann auch noch so ein bisschen zu ärgern und ja. Kommen wir zu meinem Metagross, mein Überraschungs-Metagross. Mit Erdbeben, Sternhieb, Kraftreserve und Strauchler. Ja, mein Metagross ist ein bisschen auf Spezialangriff ausgelegt. Kraftreserve ist vom Typ Feuer, was so die ein oder anderen, wie heißen sie? Wie komme ich jetzt drauf? Sichlor-Entwicklung. Ich habe doch noch keinen Alzheimer. Menjong. Egal, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Vielleicht komme ich ja gleich nochmal drauf. Habe ich sowieso auch. Hier seht, der Spezialangriff ist gar nicht so schlecht. Die Verteidigung ist hoch. Spezialverteidigung geht. Und ja, Angriff haut trotzdem noch rein. Kommen wir zu Milotic. Das besitzt Eisstrahlsurfer, Erholung und Schlafrede. Es ist einfach auf die Taktik gemacht. Draufhauen und wenn die Kapien niedrig sind, einfach mit Erholung und Schlafrede dann wieder zurückstechen. Und mit Überresten, hier sind die Werte, also eher auf Verteidigung und Spezialverteidigung getrimmt und dann ein bisschen auf Spezialangriff. Ja, und Metagross trägt noch Überreste und Milotic auch Überreste. Kommen wir zu meinem zweiten Team, zu Sumpex. Sumpex besitzt Verteidigung und Spezialverteidigung und Angriff und alles mögliche. Ich weiß gar nicht mehr, auf was ich getrimmt habe. Es hat Überreste und es ist einfach so ein als Starter-Pokémon gedacht mit Tarnstein. Und er hat eben Eisieb, Kaskade, um überall reinzuhauen. Ja, muss man dazu noch was sagen? Ich glaube nicht, es besitzt halt Überreste. Und Sumpex ist einfach eins der nervigsten Pokémon, weil man es nur wirklich schwer besiegen kann. Ich hätte mit einem ganzen Team auseinandergenommen. Naja. Ach stimmt, das Pokémon, das ich eben ansprechen wollte beim Metagross, Scherox. Es ist Patronenhieb, Kehrtwende, Verfolgung und Kraftkoloss. Naja, es ist einfach da, um halt möglichst viel Schaden zuzufügen. Und ja, deshalb spiele ich es auch mit einem Wahlband, um den Angriff nochmal zu erhöhen. Und im Moment war es Wahlschal.
bin ich hier, weil Banfang, glaube ich, um Angriff zu hören, war Schal um die Initiative. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gemacht, naja. Und Techniker steigert die Effektivität von schwächeren Attacken, naja. Deshalb, ja, Patronenhieb. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Techniker das macht, naja. Gut, dann kommt Scaraborn. Ich liebe mein Scaraborn, ganz einfach. Ich zeige euch mal, warum. Denn es hat einen Walschal, das heißt, es überholt so ziemlich alles mit dem Initiativwert von 269 und Angriff von 383 haut so richtig viel rein. Mit Nachthieb, Steinkarte, Philander und Nahkampf, da, naja, hat man eine hohe, große Auswahl. Das Problem ist halt, man muss halt immer wechseln. Aber mit Scaraborn habe ich auch schon ein Team auseinandergenommen, das war schön. Dann mein Zwölfens, an dem ich wahrscheinlich noch was rumschreiben wird, weil das Leitteile gefällt mir nicht. Ich glaube, das ist die Standard-Zwölfens-Taktik, einfach mit Irrlicht reinhauen, dann Finsterfaust, Eishieb oder Leitteiler. Naja, da gucken wir uns mal die Verteidigungswerte an, die sind auch relativ hoch, das heißt, es übersteht so einiges und ja. Besonders normale Attacken ist es da, um es abzuschirmen. Naja, kommen wir zu meinem Lucario. Ja, ich wollte ein Lucario haben. Aber nicht wie die meisten auf Attacke getrimmt, sondern auf Spezialangriff. Denn Lucario kann auch im Spezialbereich ziemlich reinhauen. Initiative ist auch richtig hoch. Mit Gedankengut, Aurasphäre, Kraftreserve. Ich glaube vom Typ Eis oder Feuer, da bin ich mir gar nicht mehr sicher. Da muss ich nochmal nachgucken. Oder Finsteraura. Ja. Ich würde sagen, brauche ich nicht zu weit zu erklären. Ich möchte nicht vorspulen. Ich möchte mal gucken, das Item. Mit Überreste, okay. Dann mein Zapdos mit Leben aufgespielt. Es hat einen hohen Spezialangriff und eine hohe Initiative. Und ja, es ist halt da, um wieder reinzuhauen. Ich glaube, Kraftreserve vom Typ Eis für die Drachen. Ich glaube, Bulkari war auch vom Typ Eis, ne. Und das einzige Feuerattacke ist Hitzewelle in meinem Team. Das ist leider blöd gelaufen. Naja, da muss ich nochmal gucken. Und Ruheort halt, mich zu heilen, einfach raufzuhauen. So, kommen wir zu meinem nächsten Team mit Meditalis. Ich liebe Meditalis. Ich habe am Anfang gedacht, es wäre ein total schwaches Pokémon. Aber wenn man mal die Mentalkraft ansieht, also seine Fähigkeit, steigert die Kraft physischer Attacken. Das heißt, der Angriff wird verdoppelt. Das heißt, Meditalis hat einen Angriff von 480. Und das ist schon richtig stark. Ich spiele es mit einem Walschal, sodass es auch noch die meisten Pokémon überholt. Und dann richtig reinhaut. Dann hat es auch noch 4 Attacken, die schon mal stark sind. Alter, das ist Durchbruch nicht so, wie es. Oh, mein Headset ist wahrscheinlich gerade eben rausgefallen. Es tut mir leid. Mein Headset disconnectet manchmal kurz. Ich schaue einfach mal kurz nach. Und die Audiospur ist wieder am Setzen bei Audacity. Okay. Also mein Headset wahrscheinlich einfach kurz ausgefallen. Also Durchbruch ist halt nicht so, wie es war, dass es Schutzschild durchbricht. Naja, Psychoklinge, Eishieb, Donnerschlag, Durchbruch. Was muss ich sagen? Man ist einfach da, um reinzuhauen. Sneepona ist geil, muss ich sagen. Weil es einfach richtig schnell ist. Hier, 383, das überholt keiner, außer halt vielleicht mein Scaraborn und Walschar. Aber, oh, das ist so geil. Und dann auch noch Schwertanz, um es zu boosten, um einen Angriff von 680 zu kriegen oder so. Das ist auch ein gutes Einwechsel-Pokémon gegen Notuska, weil Notuska kann nichts dagegen machen. Und ich habe mal gegen Notuska gekämpft, hat immer Tiefschlag eingesetzt. Habe ich Schwertanz eingesetzt? Setzt Tiefschlag ein. Habe ich nochmal Schwertanz eingesetzt? Hat nochmal Tiefschlag eingesetzt? Ja, also Tiefschlag ist halt, er trifft, wenn es angegriffen wird. Also ich gedacht, okay, der wird nochmal Schwertanz einsetzen. Habe ich mir gedacht, vielleicht denke ich, dass ich nochmal Schwertanz einsetze und setzt nicht mein Tiefschlag ein. Habe ich Eishieb, tot war es. Weil er nicht Tiefschlag eingesetzt hat. Naja. Und die Angriffe sind halt, um auf alles so ein bisschen abzustimmen. Und Fußkick bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das drin lasse oder es halt ändere. Dann mein Galagnani mit Hypnose gespielt. Hypnose ist zwar eine blöde Attacke, aber, ist ganz okay, meiner Meinung nach. Donnerwelle und Psychoklinge und Nahkampf. Schauen wir uns mal die Werte von Galagladi an. Galagladi ist nicht so schnell, hat aber einen hohen Angriff und ist einfach wieder da, um reinzuhauen mit Überreste. Kommen wir zu meinem Starmie. Surfer, Donnerblitz, Eisstrahl, Psychokinese, um halt überall wieder reinzuhauen. Ist eigentlich bei meinen meisten Pokémon halt so. Und wird mit Lebensorb gespielt. Spezialangriff von 299. Naja. Ich wollte einfach mal ein Starmie spielen, weil es auch ziemlich schnell ist, wenn man mal hier sieht. So, mein Gengar. Boah, Gengar ist eins meiner Lieblings-Pokémon. Muss man mal sagen, Geist und Gift, die Kombi ist irgendwie geil. Mit Schwebe auch noch. Und ich spiele es mit Explosion. Ja, deshalb, Moment. Ja, nicht böse.
Deshalb ist auch noch ein bisschen auf Angriff getrimmt. Ich wollte einfach mal meinen Gänger explodieren lassen. Ja, mit Fokusstoß. Spuckball und Kraftreserve. Es dürfte auch wieder vom Typ Eis sein oder vom Typ Feuer. Ach, ich muss mir das alles nochmal angucken. Also nochmal austesten und dann hier irgendwie aufschreiben. Und ja, das war's. Kommen wir zu meinem Dragoran mit Kraftkoloss, Drakometeor, Feuersturm und Ruheort. Ja, es ist auf Spezialangriff ausgerichtet, zumindest ein bisschen. Ich hoffe, ihr zählt jetzt nichts Böses. Es ist auf beides ausgerichtet, okay. Und ja, es kann richtig reinhauen. Mit Ruheort kann es sich dann immer wieder aufladen. Das mit Drakometeor ist natürlich blöd, dass es den Spezialangriff senkt. Da kann ich ja nur mit Kraftkoloss reinhauen, das dann aber auch den Angriff und die Verteidigung von mir senkt. Also Dragoran, da muss ich echt nochmal nachsehen. Okay, mein Magdran. Damit kommen wir auch zu meinem letzten Team. Mit Flammenwurf, Donnerblitz, Vogelstoß, Psychokinese und als Item ein Wahlglas. Ja, auf Spezialangriff getrimmt und hat eigentlich eine relativ okay Initiative. Also überholt schon was und ja. Dann das Relaxo, das eher so als Staller gilt. Ja, was ist ein Staller? Ein Staller ist ein Typ, der sich einfach mal hinlegen kann, die Relaxo einfach mal chillen kann und ja, erstmal was braucht, um gefährlich zu werden. Es besitzt auch noch Speckschicht mit Schutz vor Hitze und Kälte, was ziemlich geil ist. Das heißt, Eis und Feuerattacken werden halbiert und es besitzt Überreste. Und Spezialverteidigung von 53, Verteidigung von 190, was nicht so hoch ist, also eher um Spezialattacken aufzuhalten. Initiative ist niedrig, naja, und der Angriff ist eigentlich relativ okay, das ist geil. Es wird wieder mit Erholung und Schlafrede gespielt und Body Slam und Fluch. Da die Initiative sowieso bodenlos ist, kann man dann gut nochmal die Verteidigung boosten, die nicht so toll ist, und den Angriff. Okay, mein Togekiss. Togekiss ist auch ein tolles Pokémon, wie ich herausgefunden habe. Denn es, boah, ich zeig's euch einfach. So, Spezialangriff von 276 und Spezialverteidigung von 361. Die Verteidigung ist auch relativ okay. Und das Ding kann schon richtig reinhauen. Mit Aurasphäre und Luftschiene wird gespielt. Ach, Moment. Ich möchte euch noch die Fähigkeit zeigen. Edelmut, das versteckt die Zusatzeffekte. Das heißt, Luftschnitt hat eigentlich eine generell hohe Chance, nicht so eine hohe Chance, aber es hat eine Chance, dass der Gegner zurückschreckt. Und dadurch wird die Chance nochmal ein bisschen höher. Hier, glaube ich, war ich mir nicht mehr sicher. Nee, es macht einfach normal. Es trifft auf jeden Fall in jedem Fall, das ist gut. Und dann noch Donnerwelle und Ruheort. Ja. Kommen wir zu meinem Agility Metagross. Es setzt Agilität ein und dann haut es rein. Die Frage ist, wer will es noch aufhalten? Da stellt man sich wahrscheinlich eine Frage, wenn man Agility Metagross sieht, weil es ist einfach richtig mies. Das kann man einfach nur so sagen. Attacke, Angriff von 405 und Verteidigung 200, ja. Spezialverteidigung von meinem anderen Metagross ist besser. Naja. Es ist einfach so, man weiß halt nie, welches Metagross ich gerade spiele. Mit Überreste wird es gespielt. So, kommen wir zu meinem Magneson, um meine Stahl-Pokémon aufzuhalten. Nicht meine Stahl-Pokémon, um Stahl-Pokémon aufzuhalten. Deshalb besitzt Magnetfalle und hat einen riesigen Spezialangriff von 391. Und ja, sonst sind die Werte nicht so berauschend, die Verteidigung vielleicht noch. Und wird mit Lebensorb gespielt. Dann habe ich Donnerblitz, Kraftreserve. Ich glaube wieder. Nee, ich glaube Feuer. Doch beim Magneson habe ich Feuer gemacht. Falls zum Beispiel so ein Sherox kommt, da kann man es einfach mal so flupp und verbrannt ist es. Und Explosion, ja, ich weiß, es ist physisch. Was habe ich denn da? Habe ich da was für gemacht? Naja, aber Explosion haut trotzdem richtig rein. Jetzt kommen wir zu meinem Sidra King. Wird ähnlich gespielt wie Milotic und diverse andere Pokémon wie Relaxo mit Drachenputz und Surfer. Muss ich viel erklären? Nee. Ich hätte es auch mit Regentanz spielen können, aber ich möchte das nicht, dass andere Pokémon dann durch in meinem Team dann noch irgendwelche Nachteile kriegt. Vielleicht mache ich mir irgendwann mal ein Regentanz-Team, obwohl die verboten sind. Naja. Dann sind wir wieder bei meinem Frostee. Das war mein Team. Gut, kommen wir zu meinem letzten Punkt. Ich habe hier noch so 6 Plätzchen übrig. Und ich würde sagen, ihr könnt die letzten 6 Plätze bestimmen, was für ein Team da reinkommen soll. Ihr könnt mir Vorschläge senden. Es müssen auch keine starken Pokémon sein. Es könnte auch so ein Pokémon wie Pikachu sein, was ich übrigens mal gerne machen würde. Weil es kann eigentlich schon relativ reinhauen, nur es kann nichts einstecken. Aber Pikachu sei in sich richtig geil. Naja, schreibt bitte in die Kommentare, was ihr wollt für ein Pokémon. Und
was für ein Team ihr wollt, ob ich in meinen Teams was ändern soll, warum meine Pokémon mit Pokéstuff bearbeitet sind. Ja, ich glaube, das sage ich im ersten Video auch nochmal. Und wir sehen uns dann in den Kämpfen wieder. Bis dann und ciao!